So, hallo zusammen, erster Testlauf. Ich möchte euch kurz vorstellen, unsere Urlaubsbewässerung. Wir haben unten einen Rahmen gebaut aus 14 cm hohen Fichtenhölzern, haben den mit Folie ausgekleidet, sodass wir eine Art Teich haben mit knapp 200 Liter Fassungsvermögen. Darauf aufgebracht aus einem Terrassenholz einfach einen Rahmen mit großzügigen Sprossen geformt, damit man was abstellen kann. Der, wie man hier von der Seite aussieht, zur Mitte hin ein bisschen abfällt, hat den Grund, das Holz, das Wasser, das nachher durch diese Wannen durchläuft, kann dann einfach ganz normal in den Teich zurückfließen, damit der Verlust eigentlich relativ gering ist. Was gibt es sonst zu sagen? Eine Tauchpumpe mit 12 Volt im Becken versenkt. Achten darauf, dass man einen Schmutzfänger außenrum macht, sonst verstopfen die feinen Düsen recht schnell. Ja, und dann haben wir im Endeffekt ganz normales Rohr genommen. Das sind, glaube ich, 16 mm Kunststoffrohre, wie sie in der Bewässerung verwendet werden. Kann man ganz normal draufstecken und dann bei der Firma Regenmeister, ich weiß gar nicht, ob man da Werbung machen darf, so Düsen besorgt für meine Zwecke. Ja, und wie man sieht, läuft die ganze Geschichte. Geregelt wird das alles über eine Zeitschaltuhr, die man speichern kann. Da werde ich mal über die Verkabelung ein extra Video machen. Da kann man 17 Zeitintervalle schalten und hat eigentlich alle Möglichkeiten. Ja. Und wir werden ganz gechillt in Urlaub gehen können. Es wird jetzt noch ein Schwimmer installiert werden, damit die, die danach gucken, wenn wir nicht da sind, relativ schnell feststellen können, ob der Wassertank nachgefüllt werden muss. Ich denke, das werden wir einfach mit einer Schwimmerlösung hier auf der Seite realisieren. Und ja, ich denke mal, da werden wir ein bisschen weniger Arbeit haben dann im Urlaub. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Wenn es Fragen geben sollte, einfach unten reinschreiben. Ich versuche, die dann zu beantworten. Bis dahin, einen schönen Tag. Ciao, ciao.